Achtung, der Hauswirt kommt. Sie wissen ganz genau, dass ich Wäsche aufhängen im Hof verboten habe. Ein super Spaß nach Noten. 3 und 4. 1. Amadeus, jetzt dürfen wir nicht einmal mehr an die Waschmaschine. Was sagst du dazu? Könnt ihr nicht lesen? Fußballspielen verboten. Zwicknagels sind Ihre Eltern? Ja, sie behaupten es jedenfalls, seit ich geboren bin. Warum kennen Sie sie? Och, nicht direkt. Hier wird mit einem eisernen Besen ausgefegt. Und wer die Spur fliegt, raus! Hier kommt der Ratgeber für Mieter in allen Lebenslagen. Opa, das ist eine prima Straframpe. Da bin ich aber neugierig. Wir hauen den Hauswirt in die Pfanne. Das war ein Anschlag auf mein Leben! Von Liebe und Leid in einem Mietshaus erzählt ein neuer Film. Stellen Sie sich vor, Frau Kleinschmidt, ich treffe mich heute mit meinem unbekannten Briefpartner. Ach, was Sie sagen. Wo denn? In einem Café. Die 3 Nelken sind das Erkennungszeichen. Wer sagt Ihnen denn, dass ich eifersüchtig war? Na klar waren Sie es. Ich weiß doch auch. Sie, Herr Kleinschmidt, das verbitte ich mit dieser Blechmusik. Verstanden? Schluss damit! Gehen Sie in den Stadtpark. Auf der Bank. Da können Sie Posaune blasen, so viel Sie wollen. Tuba! Hey, keine Beleidigung. Schau, was ich da habe. Ein Lustspielexperte zeigt Ihnen reizende Beispiele, wie man den Mitmenschen Freude bereitet. Wir hauen den Hauswirt in die Pfanne. Wenn Sie etwas wollen von mir, dann besuchen Sie mich hier bei meinen Eltern. Das ist nicht ganz ungefährlich. So, jetzt können Sie aber was erleben. Oh, was soll das heißen, was erleben? Da gibt's nur eins, an die Luft setzen. Weil wir zu laut sind. Amadeus mit seiner Tuba und Frank mit seiner Knallerei und... Durch diese Löcher kommt jetzt in jede Büchse ein Quantum von einem flüssigen Sprengstoffmittel. Mann, was du alles kannst. Musst nur mal in der Schule ein bisschen besser aufpassen. Da lernst du allerhand nützliche Dinge. Oh, Baby, dich will ich lieben. Bleib bei mir. Ich mein Retter. Ging schon gut, guten Tag. Das wird besser. So, da bin ich wieder. Verfolgen Sie mich mit dieser dicken Limousine? Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Dünn. Ich bin Gerichtsvollzieher. Ja, der Vater gibt ihm kein Geld mehr, weil der Junge fortwährend bloß Weibergeschichten im Kopf hat. Unsere Hauswirtin persönlich. Ja, ich glaube, das... Jetzt werden wir sie mal erhöhen. Ja, wie Sie unsere Mieten. Ein kleiner Scherz von uns beiden. Was haben Sie denn für eine Erziehung? Gar keine, was? Die Blabbe! Sagen Sie mal, trinken Sie das Zeug immer flaschenweise? Nee, nur mit einem guten Gesellschafter, so wie Sie es sind. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Hugo! Dieser Film gibt Ihnen ein ganz neues Mietergefühl. Wir hauen den Hauswirt in die Pfanne. Ach bitte, von wem ist hier die Rede? Na, von Ihrem Neffen, diesem Habenichts. Habenichts? Nur nach Maß. Ein Film mit Herz. Mensch, Opa, du bist der Größte. Seit Frankenstein und Dracula. Ja, warte mal ab, du. Das ist ja nur eine Kostprobe. Die richtige Bombe, die explodiert ja noch. Ja, was machen Sie denn da? Hey, sagen Sie, wissen Sie nicht, dass hier die neue Stadtautobahn gebaut wird, hä? Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen.